Freunde, wisst ihr, was sensationell ist, was gigantisch ist? Wenn wir abends, ist wieder das Thema Zeitmanagement, wie immer Thema Zeitmanagement, Strukturaufbau. Warum? Jedes Projekt, das wir planen, ist unter anderem abhängig davon, ob wir ein gutes Zeitmanagement haben und einen guten Strukturaufbau. Also, und ihr kennt mein Frühstück, das ist vorbereitet. Und jetzt kommen die Sensationen schlechthin. Wisst ihr, was jetzt kommt? Ihr könnt es euch echt nicht vorstellen. Die Vorbereitung am Abend für den nächsten Abend. Für den nächsten Abend das Essen vorbereiten. Die Grundvorbereitung. Ja, das geht. Warum? Wenn man doch abends eh schon in der Küche steht, für sein Abendessen zu richten. Warum kann ich nicht für den nächsten Morgen, wie zum Beispiel Frühstück richten, nicht auch gleich noch mein nächstes Abendessen oder Mittagessen richten? Das geht. Warum ist das wichtig? Ganz einfach. Weil es letztendlich dafür verantwortlich ist, ob wir Erfolg haben. Wenn wir Erfolg haben möchten, benötigen wir ein gutes Zeitmanagement. Und das ist ganz einfach. Hier ist der Kühlschrank, Freunde. Und jetzt passt mal auf. Auch hier ganz easy. Ich greife hier rein, fast blind. Warum? Weil ich weiß, wo es steht. Schaut mal, was wir hier haben. Leckerstes Gemüse. Leckerstes Gemüse. Schon geschnitten. Tomaten, Gurken, Paprika, alles drin, Aubergine drin. So, Freunde, Achtung, geschnittenes Hähnchenfleisch. Achtung, wisst ihr, was das ist? Naturreis. Naturreis, noch schön feucht. So, und jetzt stellt euch mal vor, wie easy es ist, wenn ich jetzt dieses Zeug hier in diese Pfanne reinwerfe. Einfach mal die Schüssel aufmache. Zack, peng, schaut mal, nochmal, dass ihr seht. Schaut mal, wie schön das ist. Ich gucke, dass nichts rausfällt. Seht ihr das? Und das werfe ich hier. Ich mache vorher ein gutes Olivenöl rein oder auch ein gutes Rapsöl rein. Schmeiß dieses Gemüse rein, dünste es kurz an. So. Und danach werfe ich das Hähnchenfleisch. Ich kann auch erst Hähnchenfleisch reinwerfen, dann wird es ein bisschen trocken, da muss man aufpassen. So, und wenn ich das fertig habe, danach werfe ich meinen vorbereiteten Reis rein, weil der Reis, der ist schon fertig. Den habe ich einen Abend davor fertig gemacht. Und ich werfe es hier rein. Was denkt ihr, wie lange dieses Abendessen benötigt, dieses Mittagessen benötigt, das kann man Mittag oder Abendessen, ist ja wurscht. Die meisten sind aber erst abends zu Hause. Was denkt ihr, wie lange das dauert, bis das fertig ist? Ich kann es euch sagen, 13 Minuten. Maximal 14 Minuten ist das Abendessen fertig. Und wenn mir jetzt noch einer kommt und sagt, ich habe aber keine Zeit, Kollegen, Kolleginnen, da liegt es doch daran, dass wir ein schlechtes Zeitmanagement gehabt haben. Und jetzt nochmal, wichtig ist, wir kennen uns aus, wir wissen, was ist gesunde Ernährung, wir wissen, was sollten wir nicht essen, wir wissen, was sollten wir essen, wir wissen, was wir regelmäßig essen sollen, das wissen wir ja alle. Aber daran scheitert es ja auch in den meisten Fällen nicht. Es scheitert in der Regel daran, dass wir schlecht vorbereitet sind. Wenn wir für eine Arbeit schlecht vorbereitet sind, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gut abschneiden? Ganz gering. Hier ist das gleiche Spiel in Grün. Also lasst uns doch einfach solche Sachen vorbereiten. Nehmt doch einfach mal einen Tipp an und geht mal her und setzt euch mal hin, überlegt mal, wie könnt ihr euren Tagesablauf optimieren. Und ich garantiere euch, bei 80% von aller oder 90% von aller wird es so sein, dass ihr feststellt, dass dieser Aufwand überhaupt nicht so groß ist. Und jetzt noch was zum Abschluss, noch was ganz Wichtiges. Schaut mal. Wenn ihr das Ganze als lästige Zeit verankert. Wenn ihr sagt, ich habe darauf überhaupt keinen Bock, das ist mir alles viel zu lästig, diese Zeit möchte ich lieber anderswo verbringen. Tja, dann kann ich euch leider nicht helfen. Wenn ihr aber bereit seid, was für eure gesunde Zukunft zu tun, dann kann ich euch empfehlen, Freunde, das Thema ganz anders anzugehen. Und zwar das Thema anders zu ankern, ich sage ankern, einen Anker im Gehirn setzen. Wenn ihr in der Küche abends steht, kocht ihr sowieso vor. Und dann könnt ihr einfach 10 Minuten extra, 15 Minuten extra investieren und habt eure Sachen für den nächsten Tag vorbereitet. Und das ist jetzt wichtig, was ich euch jetzt sage. Da bitte genau und aufmerksam zuhören. Das ist ein Investment in eure gesunde Zukunft. In eure gesunde Zukunft. Ihr seid das beste Pferd im Stall. Wenn ihr hervorragend funktioniert, wenn ihr leistungsfähig seid, dann könnt ihr
Leistung bringen in eurem Job, in eurer Familie, in eurem Privatleben, beim Sport. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann seid ihr ausgeglichene Menschen, zufriedene Menschen, mit einer riesen Lebensfreude durch ein kleines Investment. Und dieses kleine Investment sind 10, 15 Minuten, mehr ist es nicht. Zeitmanagement, ihr Lieben. Yes! Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, dass ihr ein wertvolles Publikum seid. Ich freue mich, dass ihr meine Tipps ernst nehmt. Und ich freue mich natürlich über jeden Like und über jeden Kommentar von euch. Auch über Kommentare, die eine konstruktive Kritik darstellen. Überhaupt kein Problem. Lasst es mich wissen. Ich werde sicherlich angemessen darauf reagieren. Freunde, ich freue mich bis bald. Aber, stopp, ganz kurz stillhalten. Nicht vergessen, Freunde. Es ist ein ganz wertvolles Buch. Es ist mein kleines Schätzchen. Und wenn ihr auch so ein kleines Schätzchen haben möchtet, dann dürft ihr das gerne bestellen. Da ist ganz viel Wissen drin, da ist ganz viel Lifestyle drin, da ist ganz viel Zufriedenheit drin, da ist ganz, ganz, ganz viel gesunde Zukunft drin, ihr Freunde. Macht's gut, bis bald.